Jetzt bin ich arg gespannt. Ich glaube aber, das geht. Oh, yes. Und es geht. And it's gone. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8. Heute machen wir weiter mit einigen interessanten Advancements. Und zwar alles Essen müssen wir, also alle essbaren Dinge müssen wir reingefiffen kriegen. Wir werden auch noch uns um andere Sachen kümmern, wie dass wir einige Mobs noch killen müssen, zum Beispiel Zoglin und sowas. Also ein Hoglin durch Netherportal schieben und vieles mehr. Leute, was abgeht, oder auch Tierepan, was abgeht, seht ihr in dieser Folge. Und falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, würde mich freuen, wie immer, wenn ihr vergesst, den Kanal zu abonnieren, dann alle weiteren Folgen von Craft Attack in der Abo-Box. Ebenso so ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus. Ich bin wahnsinnig lieb. Danke, Leute. Da haben wir das alles gesagt. Und let's go mit der heutigen Folge. Restlichen Katzen fehlen, alle Tierepaaren fehlen und alles an Essen fehlt. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht mit Miezekatzen. Und oh, da ist nochmal eine. Die habe ich aber auch schon. Oh, oh, da oben ist eventuell noch ein heißer Kandidat. Da müssen wir gerade mal ganz genau gucken. Nee, das ist eine komplett weiße Katze, ne? Ich glaube, die habe ich hier. Schau, nee, die ist es nicht. Warte mal ganz kurz. Nee, ich hab die noch nicht. Dann komm mal her, Katze. Gut, die haben wir. Jetzt bin ich gespannt, ob wir die schon hatten oder nicht. Beziehungsweise Advancements. Adventure? Nee, nicht Adventure Husbandry. Ja! Ja, jetzt fehlt nur noch die komplett schwarze Katze. Ich glaube, ich werde so ein bisschen an mehreren Advancements parallel arbeiten müssen, weil das irgendwie so sich wahrscheinlich ergibt. Ich sollte parallel, also wenn ich unterwegs bin, Tiere paaren will, natürlich auch dran denken, dass ich irgendwie schon Biome vielleicht mit erkunde oder sonst irgendwie was, ne? Und Essenssachen esse und alles Mögliche, da müssen wir gucken. Wir müssen ja wirklich auch die Nether-Schweine einmal paaren. Panda, okay, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger wieder, Panda paaren. Mit Bamboo, Rabbit, das geht noch. Strider, Turtle und Wolf. Strider geht bestimmt ein Blau Fungus. Turtles habe ich schon gepaart. Wolf fehlt noch. Also dafür muss ich durch die Welt reisen. Ich muss Tiere paaren. Ich brauche für die meisten Sachen Ocelot. Okay, Ocelot muss ich auch paaren. Roten Fisch, Beeren und halt ein paar spezifische Sachen noch. Für ein Schwein brauche ich Kartoffeln oder Karotten. Das kriegen wir bestimmt organisiert. Ja, das ist okay. Und dann zum Thema Essen. Da gibt es ja richtig viel. Dann esse ich jetzt einen rohen Fisch. So, einmal roher Fisch. Check. Einmal Mampfen. Check, abgehakt. Dried Kelp streiche ich mir durch. Mushroom Stew. Check, abgehakt. So, Cookie. Essen. Abgehakt. Ja, eine normale Karotte. Abgehakt. Als nächstes ein Apfel. Abgehakt. Pumpkin Pie. Abgehakt. Pufferfisch habe ich mir aufgehoben, genau. Rotten Flesh und Spinnenauge, die geben halt Fettgift. Genauso wie Raw Chicken eventuell. Das ist zum Paaren, den habe ich schon gemampft. Es fehlt nur noch das Steak erstmal. So, Steak abgehakt. Regeneration und Resistance 1. Das ist nicht verkehrt. Und dann kann mir nämlich ein Beacon zwei Stufen geben, dass ich A, weniger Schaden krieg. Und ja, deswegen, wir sind jetzt den Kugelfisch. Let's go. Autsch. Poison 4 ist halt stark. An Gift kann man aber nicht sterben, das ist das Gute. Als nächstes fehlt Rotten Flesh. Spinnenauge. Und Raw Chicken. Ja, wir halten's aus. Läuft, damit kann ich auch die Sachen abhaken. Ich brauche noch gebratenen Fisch. Oder sagen, dass der Wither in der Minute 10:44 einen blauen Wither geschossen hat. Die seltensten Dinge in Minecraft finden blauer Wither. Weiß nicht, ist das so selten? Hab ich gar nicht auf dem Schirm. So, gebratener Kott. Stopp, Sweetberry, die muss ich wahrscheinlich noch essen. Sweetberries, abgehakt. Tropical Fish. Mampf, Mampf, Mampf. Ebenfalls abgehakt. Okay, jetzt fehlt nur noch eine Suspicious Stew. Sondern zeig mal her, was du kannst. Raw Rabbit. Check, direkt durchgestrichen. Raw Mutton. Raw Mutton ist abgehakt. Raw Pork Chop. Abgehakt. Tja, die Rabbit Stew, da muss ich mal gucken. Weiß ich gar nicht auswendig, wie das Ding nochmal ging. Da habe ich noch Cooked Rabbit. Cooked Rabbit auch abgehakt. Ich
Cooked Mutton. Ah, kann ich direkt essen. Cooked Mutton auch abgehakt. Da ist übrigens ein Suspicious Stew, damit hat sich das erledigt. Da war noch eine Honigflasche, ja, hol ich gleich, da habe ich gesucht, aber. Und sie hat mir Nachtsicht gegeben. Suspicious Stew abgehakt. Honigflasche trinken, check, abgehakt. Raw Beef habe ich nicht abgehakt. Will ich nicht? Egal, esse ich noch eins. Check. Dann als nächstes Melone. Check und abgehakt. Gut, Cooked Chicken. Abgehakt. Yep, Brot. Abgehakt. Mir fehlen rote Pilze. Dann wird sich das die Base, wo ich die roten Pilze suche, die von Rotpilz ist. Mumphy. Einzeln gegessen die Beetroot. Beetroot Soup gegessen. Check. Rohe Kartoffel, check. Rabbit Stew, check. Oha, was sehen denn meine müden Augen hier unten? Sind das etwa hier schon? Für mein Advancement 2x2 habe ich jetzt auch Schweine gepaart. Die kann ich mal auf die Liste schreiben. Müssen wir uns merken. So, Mamphi Mamphi, da haben wir den Lachs abgehakt. Cooked Salmon abgehakt. Darf ich feierlich verkünden, uns fehlt nur noch eine giftige Kartoffel, ein goldener Apfel, ein enchanteter goldener Apfel und eine Chorus Fruit. Chorus Fruit hole ich jetzt, goldener Apfel esse ich jetzt. Das heißt, den machen wir auch weg. Drei Sachen fehlen nur noch, wenn ich also in Advancements reinschaue. Ja, es fehlen nur noch drei Sachen. Check. Vielleicht habe ich ja sogar Glück und irgendwo hier oben im Pockwarts, einer Kiste liegt eine giftige Kartoffel, kann ja alles sein. Baked Potato liegt hier. Ziemlich viele Pilze drin. Ah! Poisonous Potato! Den feinsten Stuff gibt's in Pockwarts. Mumphy Mumphy und... Hä? Ich habe die Poisonous Potato gegessen und die gibt mir kein Gift. Gibt es nicht immer Gift? Ja Leute, die Sache ist einfach. Ich habe wohl jetzt meine Chorus Fruit. Und dann brauche ich noch einen OP-Apfel, das war's. Dann habe ich das fertig. Hier liegt eine Chorus Fruit. Und Chorus Fruits habe ich jetzt auch gegessen, offiziell. 38 von 39 Food Items. Nächster Punkt auf der Liste. Hallo, Strider. Ja, das ist schön, wenn ihr hierher lauft, aber ich habe gerade Schwierigkeiten, euch zu füttern. Wenn ihr da so steht. Ja. Oh. Und ein Baby Strider kam raus. Sehr schön. Das haben wir schon mal abgehakt mit Breeden. Haben wir nicht irgendwie noch mal Glück? Oh, hier sind die Auglins, die wir eventuell paaren können. Hallo? Ja, ich habe euch beide angeklickt. Ihr könnt jetzt... Hat das geklappt? Wer paart normalerweise Hoglins? Genau, das ist die Frage. So. Kommt da noch was? Okay, das hat geklappt. Hoglins sind gepaart. Da ist Baby Hoglin raus. Hoglin abgehakt. Kriegen wir es irgendwie hin, dass wir einen Hoglin hier hochführen? Also, der muss doch safe hier hoch können. Ja, Hoglin, so weit, so gut. Dann komm mal mit. Okay, mach das Vieh. Ja. Dann komm mal mit, mein Autobahntunnel. Also, das wird höchstwahrscheinlich da nicht durch wollen jetzt. Aber vielleicht kann ich es da reinboxen, so ein bisschen. Ja, nee, traut sich nicht hier in das Portal rein. I see. Kann ich das denn da reinziehen? Nee, ich kann das nicht anleihen. Anleihen geht, glaube ich, nicht. Doch! Es geht! Ich kann es anleihen! Ja! Ups. Jetzt bin ich arg gespannt. Ich glaube aber, das geht. Oh, yes! Und es geht! So, Leute, jetzt gehen wir auf der anderen Seite. Ja, Leine. Und wo ist der... And it's gone. Despawn. Ja, ich muss ihm halt einen Name-Tag wahrscheinlich geben mal wieder.
Gut, wer falsch macht, muss halt zweimal machen, ne? Das heißt, wir müssen... Ich bin noch die Stufe 1 Raketen gewohnt. Ich bin wieder volle Möhre hier reingelandet. Übelst weird. Ja, so. Nametag kriegst du von mir auch. Oh mein Gott, ich hab dem Nametag gegeben und dann... Ja. Ist er an der Leine? Ich hab dich gezähmt. Okay, doch nicht. Nee. Wenn ich hier an der Leine richtig stehe, dann passt das. Okay, dann. Das Ding hat einen Nametag. Soweit, so gut. Dann führen wir es jetzt mal durch. Und wehe, das Ding verwandelt sich jetzt nicht. Da, jetzt geht's los. Ja, komm ruhig mit. Oh nein, 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 nein. Ich darf den nicht in die Base tun, weil ansonsten würde der Zoglin meine Papageien und alles killen, ne? Der killt ja alle Mobs. Das wäre schlecht. Down. So, Zoglin gekillt. Kann ich ebenfalls von meiner Killliste runterhauen. Elder Guardian, Ravager, Schalker und Stray. Den Schalker hätte ich eigentlich noch machen können, als ich eben im Moment war. Egal. Machen wir dann das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.